Hallo, wir sind das Team Watergator und um den soll es heute auch gehen, beziehungsweise eher um die zwei Versionen, und zwar einmal um die Pro-Version und einmal um die Wax-Version. Jetzt erstmal, worum es in der Präsentation geht. Erstmal erklären wir euch das Konzept, den Aufbau, was haben wir uns dabei gedacht, also was die Idee dahinter war, die technischen Daten und über unsere App, die noch in Bearbeitung ist, weil die leider noch nicht fertig geworden ist. So, als allererstes fangen wir mal an, was ist eigentlich genau die Funktion von unserem Watergator Pro? Ganz stumpf ist es eigentlich, hat er die Funktion, eine automatische Bewässerung für Pflanzen und auch die Düngung mit zum Beispiel Flüssigdünger. Er informiert auch über den Zustand, wie jetzt zum Beispiel die Feuchtigkeit des Bodens ist oder wie es der Pflanze allgemein geht. Die Max-Variante ist mit UV-Licht ausgestattet. Das ist, wenn man jetzt keinen Platz mehr am Fenster hat oder es sehr dunkel ist, dass die Pflanze auch trotzdem noch gut wachsen kann. Nun zum Aufbau. Benutzt haben wir einen Feuchtigkeitssensor. Einen Temperatursensor und Pflanzendaten. Den Feuchtigkeitssensor benutzen wir, um die Erdfeuchtigkeit auszulesen, damit der Raspberry Pi, den wir verwendet haben, ab einem bestimmten Prozentsatz Erdfeuchtigkeit direkt bewässern kann. Den Temperatursensor benutzt der Computer, um die Temperatur zu lesen, um auch zum Beispiel ab einer Temperatur von 26 Grad oder Ähnlichem zu bewässern. Für unsere Gehäuse haben wir einen 3D-Drucker benutzt und die App programmieren wir mit C++ und JavaScript. In der Max-Variante ist auch noch ein UV-Licht verbaut, welches für den besseren Wachstum sorgt. Und jetzt, was eigentlich die ganze Idee dahinter war und was wir uns dabei gedacht haben. Also man kennt vielleicht das Problem, kommt jetzt nicht so oft vor, aber passiert auch mal. Man fährt in Urlaub, der Nachbar ist nicht da und man möchte aber die Pflanzen jetzt auch nicht vertrocknen lassen. Da kommt jetzt der Watergator Pro ins Spiel. Man kann einfach einstellen, automatisch oder manuell, dass die Pflanzen bewässert werden und gedüngt werden. Es ist auch für Leute, die jetzt nicht so ein gutes Händchen mit Pflanzen haben oder einfach nur Pflanzen als Zimmerdeko wollen, und nicht so viel Aufwand damit haben. Es ist also summa summarum ein automatisches Wassersystem. Nun nochmal zu den technischen Daten. Die wichtigsten Geräte, die wir benutzt haben, waren ein Raspberry Pi 4B, ein Display, eine Pumpe und ein Feuchtigkeitssensor. Und jetzt zu der App. Die ist noch nicht ganz fertig, aber wir arbeiten noch dran. Die soll dann, wenn sie fertig ist, die Fernkontrolle des Watergator Pros ermöglichen, dass man jetzt, wenn man nicht daheim ist, sagen kann, boah, ich komme etwas später, mache ich mal die automatische Bewässerung an. Also man kann die Abläufe, die Bewässerung haben soll, von fern einstellen. Auch manuelles Gießen oder Düngen ist möglich und die UV-Lampe bei der Max-Version kann man damit auch einschalten. Danke. Also hier sieht man, wenn man die Kamera hat, ein Prototyp, ist noch nicht ganz fertig, aber ein Prototyp von unserem Watergator Pro. Wir haben die Max-Version nicht, aber hier ist die Pro-Version. Und wenn ihr leise seid, hört man eine Pumpe pumpen. Halt mal das Mikro dran. Das ist das Geräusch, wenn Wasser durch den Schlauch läuft und in eine Pflanze rein. Mehr kann man dazu nicht sagen. Dankeschön. Und ein besonderer Dank geht auch noch an die Mentoren Markus und Caleb, der gerade nicht da ist. Ohne euch wäre das Projekt so nicht weitergegangen. Danke für die Unterstützung und Motivation. Das ist euer Applaus, Freunde der Watergator Pro. Kommt zu mir, nehmt euer Equipment mit, bitte, für die nächste Gruppe, soweit es geht. Ja, ihr könnt schon mal zum Teil zu mir kommen. Ja. Mich würde als allererstes schon mal interessieren, wer von euch hat Zimmerpflanzen zu Hause? Handzeichen gelten. Und wie geht's denen so?
Ja, sie leben noch, sie haben aber teilweise Probleme mit dem Wachsen, weil ich auch manchmal nicht ganz dran denke, sie zu gießen. Ich bin beeindruckt, wie schnell ihr in dieser Zeit so einen Prototypen hinbekommen habt. Ist der soweit? Könnte ich den jetzt mitnehmen zu Hause? Und bei meinen geht es nicht so gut? Also es sollte schon möglich sein, nur es gibt noch ein paar Sachen, an denen es hapert. Zum Beispiel, dass man jetzt überhaupt dieses... die ganze Sache aktiviert. Wenn man ihn einsteckt, startet sich das Autoprogramm noch nicht ganz. Also muss man noch ein Display anschließen, aber das wollen wir noch ändern. Ich bin beeindruckt, wie viele verschiedene, ich nenne es mal Gewerke, damit beteiligt waren. Einerseits so der Hardware-Aspekt, andererseits der Software-Aspekt. Wer von euch hat denn da was gemacht? Genau. Also wir zwei haben vor allem an der Hardware gearbeitet. Wir haben mit einem CAD-Programm vor allem das Case designt. Und der Rest war eigentlich sehr viel, also es war sehr viel Programmierarbeit und auch sehr viel Handarbeit, das Gehäuse so hinzubiegen, dass alles reinpasst. Da gab es ein paar Unstimmigkeiten, aber am Ende, man sieht, es sieht okay aus, aber ja. Meinen allergrößten Respekt an euch. Vielen Dank an den Watergator Pro. Das ist euer Applaus, euer Abgang, euer Walk of Fame von der Bühne.